Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute habe ich ein paar aussortierte Produkte. Ja, ich wollte die euch zeigen, bevor die halt weitergehen und vielleicht werde ich dann noch ein Video dazufügen, falls ich noch was aussortiert habe. Aber zurzeit habe ich halt diese Produkte aussortiert und dann wollte ich euch mal zeigen, was ich aussortiert habe. Genau. Ich habe als erstes eine Mascara aussortiert. Zweimal und zwar von dieser Skin, die will Division oder Division, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich habe die auch in Anwendung. Und ja, das ist diese hier. Die macht wunderschöne Wimpern, wie man sehen kann. Also eigentlich alles schön. Ich zeige euch auch mal die Bürste. Die sieht so aus. Ich finde die Mascara eigentlich gar nicht schlecht, aber im Laufe des Tages wird die krümelig. Also oft habe ich hier so schwarze Sachen, also schwarze Punkte und was weiß ich alles. Und das finde ich nicht schön. Und auch beim Abschminken ist das so krümelig, also krümelige Sache. Und deshalb sortiere ich zweimal diese Mascara aus. Vielleicht frage ich hier auch meine Mama, ob die die einmal testen möchte, weil sie auch fragt, ob ich ab und zu mal Mascara habe. Dann habe ich hier von Detox Clear Skin Serum aussortiert, dieses hier. Das ist so wirksam gegen unreine Haut mit 2% Salicylsäure. Ich habe zurzeit auch mit meiner Haut oder davor hatte ich auch ein bisschen mehr. Jetzt geht's wieder, aber mit Pickel. Und dann dachte ich, probiere ich das mal aus, weil ich hatte das mal von der Jenny im Trash-Paket drin gehabt und dachte, ja, kann ich mal probieren. Aber das ist so gelig und so irgendwie so klebrig auf der Haut. Deshalb mag ich das nicht benutzen. Dann habe ich hier einen Toner Facial Mist aussortiert von, keine Ahnung, was das für eine Marke ist. Also ich kann die auch nicht aussprechen. Ich hatte das irgendwo drinne gehabt mal. Und ich habe auch nicht so viel verwendet, weil das war schon ein bisschen verwendet. Finde auch den Duft gut, aber finde die Pflege an sich nicht so gut. Irgendwie so, ja, man kann auch dann nichts benutzen, sage ich mal, und deshalb. Dann habe ich zweimal Augenpflege aussortiert und ja, diese zwei habe ich aussortiert. Einmal die von Bevola Antifaltenaugencreme Q10, die ich nicht so gut finde. Also die ist, weiß nicht, macht nichts und nee. Ich weiß nicht, die krümmelt auch so. Genauso wie die von Dalton, Blue Essentials, All Eyes on You, diese hier. Ich habe da auch ein bisschen verwendet. Hier hinten kann man so ein bisschen sehen, dass ich die verwendet habe. Das ist so eine bräunliche Creme. Die sieht so ein bisschen wie Make-up aus. Und das Problem bei der ist, dass man die aufgetragen hat und man denkt, dass die eingezogen ist. Aber die ist irgendwie nicht eingezogen. Und das Problem ist, unter dem Auge ist das so dieses Bräunliche. Und ich hatte letztens mich dann irgendwie so hier gekratzt gehabt und dann hatte ich unter meinen Nägeln diese bräunliche Farbe, sage ich mal. Das hat dann auch so gekrümmelt und irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich habe beide halt nicht gemocht und deshalb, ja, sortiere ich die aus. Da habe ich halt viele Augencremes, die ich noch testen kann, sage ich mal. Dann von Rival de Loup habe ich hier Sunset Lover Highlighter und Bronzer aussortiert. Dieses hier hatte ich auch von der Nika im Trash-Paket. Und ah, ich finde den Highlighter so schön, aber den Bronzer halt nicht, ne? Ja, nee. Highlighter ist wunderschön, habe ich auch heute drauf. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber der ist wirklich schön. Aber dann behalte ich das nicht wegen dem Highlighter, weil ich habe so viele Highlighter. Der Bronzer ist einfach mir zu dunkel. Ich hatte das eben aufgetragen und dachte mir so, nee, irgendwie nicht, ne? Ja, deshalb. Leider nein. Ja, und das waren die aussortierten Produkte. Also ich glaube, das waren die, die ich kann den noch mal zeigen, diesen Highlighter von Rival Loves Me Mistletoe Kiss Bouncy Highlighter. Keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich habe den doppelt, ne? Ich hatte den im Trash-Paket drin gehabt und den, ja, den gebe ich jetzt weiter, sage ich mal. Ich finde den auch schön, aber habe den auch nicht verwendet oder so. Ich habe meinen noch und deshalb würde ich diesen dann weitergeben.
Ja, ansonsten glaube ich, habe ich euch alles gezeigt, was ich hier in der Schublade habe. Ah nee, hier habe ich noch was. Stimmt. Von Isana Young habe ich hier Handcreme Mermaid aussortiert, weil die gar nichts macht. Auch so schön, wie die Verpackung aussieht, macht diese Handcreme einfach nichts. Meine Hände sind so trocken davon geblieben. Und deshalb habe ich diese auch aussortiert. Ja, und ich glaube ansonsten, alles, was hier drin ist, habe ich schon mal gezeigt. Ja. Ein paar Proben. Eine Probe, genau diese hier von Dalton, glättendes Augengel, habe ich probiert gehabt, fand ich nicht so gut und habe das zweite dann auch aussortiert. Ansonsten, ja, war es das. Deswegen würde ich mich jetzt von euch verabschieden und sagt mir gerne eure Meinung zu den Produkten. Eventuell habt ihr die auch getestet und wie ihr die Produkte fandet, ob die bei euch funktioniert haben. Weil ja, kann ja sein, dass bei mir nicht funktioniert, aber bei euch. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns im nächsten Video. Tschüss!